Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Viel Gesprächsbedarf gab es heute im Europaparlament beim Thema griechische Schuldenkrise. Ministerpräsident Tsipras musste sich einiges anhören. Kritiker mahnten dringend grundlegende Reformen an und Solidarität mit den anderen europäischen Staaten. Andere wiederum meinten, Athen sei nicht Problem, sondern Hoffnungsträger der EU. Griechenland stellte mittlerweile einen neuen Hilfsantrag beim Euro-Rettungsfonds ESM. Tsipras zeigte sich in Straßburg auch zu Reformen bereit, wurde aber nicht konkret. Alexis Tsipras wird von der Europäischen Linken begeistert empfangen im Straßburger Parlament. Doch er blickt auch in ernste Gesichter. Zu schwierig ist die Situation für Griechenland und für ganz Europa. Wenn wir uns nicht einigen, könnte dies die Pleite für Griechenland bedeuten und den Zusammenbruch des griechischen Bankensystems. Ich habe es bisher vermieden, von einer Deadline zu sprechen, aber jetzt muss ich klar und deutlich sagen, die letzte Deadline endet in dieser Woche. Alexis Tsipras betont vor den Abgeordneten, das Referendum vom Wochenende markiere keineswegs einen Bruch mit Europa. Zu Wirtschaftsreformen zeigt er sich bereit, er stellt aber auch Bedingungen. Wir Griechen akzeptieren ein Reformpaket, aber eines, das uns langfristig herausführt aus der ökonomischen Krise. Eines, das uns Griechen zeigt, es gibt auch Licht am Ende des Tunnels. Im Parlament geht es laut und recht turbulent zu. Liberale und Konservative zeigen sich empört über die Verhandlungsstrategie der Griechen gegenüber der Europäischen Union. Sie reden über Reformen, aber es gibt keinen konkreten Vorschlag, wie sie das Land reformieren wollen. So schlafwandeln wir hinein in einen Grexit. Athen hat heute einen neuen Antrag auf Hilfszahlungen beim Euro-Rettungsschirm ESM gestellt. Darin fordert die griechische Regierung einen Dreijahreskredit für das pleitebedrohte Land.